Vorher hat Tele Zürich zwar noch nicht gegeben, dafür ist heute, genau vor einem Jahrhundert, die älteste Tele Zürich-Zuschauerin auf die Welt gekommen. Die Giuseppina Rüsch aus Gerolzwil. Dana Gablinger hat der rüstigen Frau einen Geburtstagsbesuch abgestattet. Alles Gute! Zum Geburtstag! Giuseppina Rüsch empfängt gerade ihre Nichte. Etliche Blumensträuße und Kärtchen hat sie heute bekommen. Wirklich realisieren, dass sie 100 ist, tut sie aber nicht. Ich kann mich nicht vorstellen, ich bin 100 Jahre. Gerade heute Morgen, es ist mir ein Morgen wie alle. Alle Morgen sind mit den 100 Jahren, habe ich nichts zu tun eigentlich. Gern zu tun hat sie aber in der Küche. Bis heute kocht die geborene Tessinerin gern Polenta und Risotto. Die gelehrte Schneiderin erzählt, was ihr immer schon wichtig war im Leben. Dass man Freude hat am Leben und Ruhe und Freude, speziell untereinander Freude hat. Und Leben und Lachen. Das Lachen, das ist für mich das alles. Eine weitere grosse Leidenschaft ist Tele Zürich. Täglich schauen sie die Sendungen und ist ein grosser Fan. Vor allem von einem. Wieso gefällt Ihnen der Markus Gili? Keine Ahnung. Er hat eine Art und Weise. Ich weiß schon, er ist frech wie eine Wanze. Aber er ist einfach gut. Zu dem kugelrunden Geburtstag wird Giuseppina Rüsch sogar von der Gemeindepräsidentin von Gerolzwil überrascht. Und auch die Geburtstagstorte darf von dem grossen Tag natürlich nicht fehlen. Giuseppina Rüsch, die feiert heute ganz im kleinen, bescheidenen Rahmen die grosse Party. Die steigt dann am Sonntagabend. Für Tele Zürich, Giuseppina Rüsch in Gerolzwil. Und Dana Gablinger.